Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Prestige Box von Neo Unleashed. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Prestige von Neo Unleashed. Endlich ist es soweit. Das Album bzw. die Box ja mehrfach verschoben. Dann auf den 16.11. gelegt, das Release-Date. Allerdings gab es dann abermals Probleme beim Vertrieb, woraufhin das Album nochmals verschoben wurde auf den 23.11. Ja, was soll ich sagen, am 23.11. kam bei mir kein Album, keine Box, nichts an. Und jetzt, wir haben mittlerweile den 3.12., habe ich das gute Stück endlich erhalten. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Ja, so sieht das aus. Also wir haben hier so eine Box in Hochglanzoptik, dunkelroter, dunkelrotbrauner Hintergrund. Hier oben lesen wir dann Neo Unleashed Prestige, wobei man sagen muss, Unleashed hier in den altgriechischen Buchstaben. Dann haben wir hier die Maske von Neo Unleashed, die hier so am Zersplittern ist. Generell hier auch die Schultern, der ganze Bereich hier so in Splittern. Und es gibt echt wenig, was mich mehr aufregt, aber meine Box ist leider so angekommen. Ich hoffe echt, ihr habt da irgendwie mehr Glück, was den Vertrieb oder den Versand betrifft. Ist natürlich jetzt schwer nachzuvollziehen, wer daran Schuld trägt, dass die Box so in diesem Zustand bei mir ankommt. Muss noch überlegen, wie ich das am besten löse. Aber ja, nichtsdestotrotz stelle ich euch die Box jetzt vor. So sieht das aus. Hier unten lesen wir dann auch wieder altgriechische Buchstaben. Auf der rechten Seite ebenfalls. Hier oben dann noch MMXVIII, also 2018. Okay. Und dann haben wir hier den Inhalt der Box aufgelistet. Und zwar lesen wir hier Prestige-Album, Incognito EP, Instrumentals, CD, Prestige-Orden, Comic-Heft, Beanie und Sticker. Dann haben wir hier einen Sticker mit einem Barcode drauf und hier auch nochmal Neo Unleashed Prestige stehen. Das Ganze ist eine reguläre Klappbox, bedeutet, wir können das Ganze hier auf der Seite öffnen. Und dann kommen wir zum Inhalt. Das ist einmal der Beanie, also die Mütze, die Haube. Dann haben wir das Album an sich, die Bonus-EP, die Instrumentals zum Album. Dann haben wir den Orden, ein kleines Kärtchen und ein Comic-Heft. Ja, von innen die Box glatt weiß. Wir sehen auch hier wieder die Beschädigungen. Generell, die Box hat hier einiges abbekommen. Also auch oben ist sie hier, ich hoffe, man kann das sehen, ja, etwas verbogen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, bei euch ist die Box in besserem Zustand angekommen. Aber der Inhalt dürfte nahezu unbeschädigt sein. Das freut mich. Wir schauen uns mal die ganzen Sachen im Detail an. Aber vorher müssen wir sie aus der bzw. aus den Folien befreien. Das sind ja doch mehrere. So, dann haben wir hier einmal die Instrumentals. Wobei, ja, ich denke mir gerade, wo öffnen wir diese am besten? Gibt hier nicht wirklich eine Schweißnaht oder ähnliches. So. Aber jetzt. Dann haben wir die Instrumentals, dann haben wir die EP.
und natürlich das Album. Alles hier sehr schön eingeschweißt. So, nachdem wir das jetzt erledigt haben, starten wir natürlich mit dem Album an sich. So sieht das aus. Das Cover, wie auch schon auf der Box, kommt in einem Standard Jewel Case. Allerdings ist hier der Rest, der Hintergrund so in dunkelgrau. Und wir haben dann hier auch wieder so einzelne Schriftzüge. Also hier lesen wir dann noch ZPY Kenaeta und hier noch AHZOAA. Also das dann natürlich zu übersetzen, je nachdem. Neo Unleashed Prestige lesen wir hier auf der Seite, immer natürlich mit diesem Prestige-Logo-Aufdruck. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und wir haben hier insgesamt 15 Tracks an der Zahl. Keinerlei Features, also wirklich 15 Solo-Tracks, Credits und Barcode hier mit drauf. Dann schauen wir mal hinein. So, wir haben hier einmal ein Zitat. Unter Freudentränen siehst du mich die Beute zählen, denn das hier ist der Anfang für ein neues Leben. Also ein Zitat aus dem Track Der Bankraub. Dann haben wir hier Aufnahmen. Schon früh fing man an, mir vorzuschreiben, wer ich bin, doch ich wusste, ich war zu mehr bestimmt. Okay, also es dürfte sich hier so durch das Artwork ziehen. Hier haben wir auch nochmal einen. An der Stelle möchte ich mich bei meiner Familie bedanken, denn ich musste Berge klimmen, um an Prestige zu gelangen. Jawohl. So, dann haben wir hier die Credits zum Album. Wer hat recorded, gemixt, gemastert? Woher kommen die Beats, Graphics, Fotos etc.? Dann haben wir hier noch Danksagung, also diese Menschen am Albumprozess beteiligt. Hier noch eine Grafik. Neo hier vor einer Wand. Thanks to all my soldiers, we create something big. Prestige 2018. Alles klar. Gut, und dann haben wir hier noch Neo in so einem Orden, in so einem Schild stehend. Eventuell als Wendecover verwendbar. Die CD ist dann ebenfalls in diesem Dunkelgrau mit diesem Goldaufdruck, mit dieser goldbraunen Schrift. So sieht das aus. Rückseite ebenfalls dunkelgrau mit einer kleinen Rauchwolke. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Die kommen in einem Digisleeve in einer Papphülle. 15 Tracks ergeben in dem Fall dann 15 Instrumentals. Und hier dann nochmal im Detail ersichtlich, wer hat produziert. So sieht das aus. Diese CD ist dann hellgrau gestaltet mit weißem Aufdruck, also mit weißer Schrift. Wie gesagt, Papphülle. Dann haben wir die Incognito EP. Hier haben wir Neo Unleashed abgebildet, zweimal sogar. Einmal hier in Nahaufnahme, allerdings ohne Augen. Und hier unten nochmal etwas weiter weg mit Augen. Hier oben lesen wir Play, also das sieht so aus wie die Videos einer Überwachungskamera. Dann haben wir unten rechts auch noch einen Zeitstempel und einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Was mich freut, ist, dass man diese Bonus-EP, diese Incognito-EP in ein Standard-Jewel-Case gepackt hat. Sehr schön. Hier lesen wir dann auch nochmal Neo Unleashed Incognito-EP. Auch wenn jetzt gerade die Haube fokussiert wird, jawohl. Und auf dieser haben wir dann nochmal 5 Tracks und hier haben wir dann sogar ein Feature mit dabei, nämlich ein Feature von Achi, der Entertainer, auf dem Track Nummer 4, Badeschlappen. Okay, dann schauen wir auch mal in die EP rein. Hier haben wir kein Booklet, sondern hier haben wir, ja, kann ich dann eigentlich drin lassen, einen Einleger. Hier einmal Neo Unleashed. Wie gesagt, ein Einleger, kein Booklet. Dann hier die CD in schwarz und weiß. So sieht das aus. Dann ist mit dabei ein Sticker. Dieser im Hochformat. Neounleashed.de lesen wir hier. Und auch hier wieder haben wir die Heizung abgebildet mit einer goldenen Krone über seinem Haupt schwebend. Also ein Sticker. Dann ebenfalls noch in Folie haben wir hier dann so einen kleinen Orden. Moment, bevor ich den öffne, was lesen wir hier?
Kein Spielzeug, nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, alles klar. Francis und Sagra GmbH Hamburg. Okay, also, die dürften diesen Orden wohl hergestellt haben. Wir greifen das hier mal auf. Und dieser Orden sieht dann so aus. Also auch hier wieder in dieser Schildform. Prestige lesen wir hier oben Level 1. Dann erkennt man auch hier gut die Maske von Neo. Rückseite schwarz. Und hier haben wir dann so einen Anstecker. Bedeutet, ihr könnt dann natürlich hier das abmachen. Hier habt ihr dann diese Nadel. Je nachdem, durch den Pullover, durch die Jacke, durch den Schal, wo auch immer ihr das tragen möchtet. Und hier dann wieder dieser Verschluss, um das Ganze entsprechend zu sichern und zu verschließen. Gut. Und dann ist mit dabei, gab es schon länger nicht mehr bei deutschen Rapboxen, ein Comic. Und zwar lesen wir hier Scalfi Designs, Farben Glassy White, Heft 001, Neo Unleashed, der Bankraub. Also die meisten von euch haben wahrscheinlich das Video gesehen. Das war ja auch schon so im Comic-Stil gehalten, in dem es darum ging, dass die Bank eben klar gemacht wurde von Neo. Und dieses Video wurde dann hier auch nochmal in Comicform verarbeitet. Hier haben wir dann die Credits. Dann blättern wir mal kurz hinein. Also so sieht das aus. Wir haben hier einfach den Ablauf bzw. die Vorbereitung des Bankraubs. Und ja. Ja. Und da hat der Herr Scorpion ein dickes Auge kassiert. Scheiß YouTube-Lesbe. Okay, also, da dürfte es wohl Beef geben. Einige Seiten hier. Ende. Gut, also, diesen Comic gibt es oben drauf. Der Bankraub. Und als letzten Boxinhalt, wie so oft, haben wir noch einen Textilartikel. Und zwar ist das in diesem Fall eine schwarze Haube mit Prestige-Aufdruck. Prestige, hier in der Mitte wieder das Logo. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Ansonsten die Haube wirklich glatt schwarz. Jawohl. Und dann schauen wir noch hinein. Wir haben es zu tun mit 100% Acryl, Herrenmütze und Made in Turkey. Grüße gehen raus. Und das war soweit mit dem Inhalt. Allerdings, was ich euch jetzt nicht zeigen konnte, was aber noch mehr oder weniger Bestandteil dieser Box ist, es gab im Rahmen dieser Box auch noch ein Gewinnspiel. Und zwar wurde unter allen Boxen, Boxverkäufen ein Gewinnspiel verlost. Und zwar eine Chance auf einen gemeinsamen Urlaub mit Neo Unleashed, wo man auch 3 Begleitpersonen mitnehmen konnte. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieses Gewinnspiel mit Golden Ticket gelöst wurde oder ob man hier dann im Endeffekt noch irgendwas anderes macht, ob man vielleicht irgendwie einen Kaufbeleg oder so einschicken muss, aber dieses Gewinnspiel gab es zusätzlich zu diesem genannten oder gezeigten Boxen halt noch oben drauf. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Mütze, dann dieser Sticker hier im Hochformat, der Comic zum Bankraub, die Instrumentals des Albums im Digisleeve, die Incognito EP, dann der Prestige Level Orden und natürlich das Album an sich Prestige im Standard Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box Prestige von Neo Unleashed. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Neo Unleashed unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!